unser Gast aus Frankreich, Mireille Mathieu. Eva war zufrieden mit Adam, ihrem Mann. Doch wer kam mit der Schlange auf eine schiefe Wand? Er wollte sich nicht ändern und das hat sie empört. Da hat sie eines Tages rigoros erklärt. Es tut mir leid, Casanova, pardon. Schad um die Zeit, Casanova, pardon. Denn die Liebe ist mehr als eine Achterbahn, wo man nach jeder Fahrt den Spaß beenden kann. Es tut mir leid, Casanova, ade. Es tut mir leid, aber tut mir nicht weh. Denn ich weiß, morgen früh bist du auf und davon. Es tut mir leid, Casanova, pardon. Die Welt hat sich verändert, die Sitten aber nie. Auf dem Canale Grande klingt eine Melodie. Er möchte sie verführen, bevor der Morgen graut. Doch sie lässt ihn fahren, sie hat ihn durchschaut. Es tut mir leid, Casanova, pardon. Schad um die Zeit, Casanova, pardon. Denn die Liebe ist mehr als eine Achterbahn, wo man nach jeder Fahrt den Spaß beenden kann. Es tut mir leid, Casanova, ade. Es tut mir leid, aber tut mir nicht weh. Denn ich weiß, morgen früh bist du auf und davon. Es tut mir leid, Casanova, pardon. So manche Herren denken von Mädchen aus Paris, was sie zu Haus nicht dürfen, bei uns erkennen sie's. Ein stadtbekannter Playboy versucht bei mir sein Glück, doch dem sag ich die Meinung heute mit Musik. Es tut mir leid, Casanova, pardon. Schad um die Zeit, Casanova, pardon. Denn die Liebe ist mehr als eine Achterbahn, wo man nach jeder Fahrt den Spaß beenden kann. Es tut mir leid, Casanova, ade. Es tut mir leid, aber tut mir nicht weh. Denn ich weiß, morgen früh bist du auf und davon. Es tut mir leid, Casanova, pardon. Es tut mir leid, Casanova, ade. Es tut mir leid, aber tut mir nicht weh. Denn ich weiß, morgen früh bist du auf und davon. Es tut mir leid, Casanova, so leid, Casanova, so leid, Casanova, pardon. Mal haben wir diese Starparade gemacht, aber zum ersten Mal ist sie dabei, Mireille Mathieu. Mireille, du hast eine große Reise gemacht in diesem Sommer. Jetzt können wir ein bisschen über den Sommer reden, der ja sehr schön gewesen ist, auch in Frankreich. Du hast eine große Tournee gemacht durch Frankreich, 50 Städte hast du besucht. Gibt es irgendein hübsches Erlebnis vielleicht aus dieser Tournee, von dieser Tournee? Oui, j'ai une histoire qui m'amuse beaucoup. Cet été, j'ai fait une grande tournée en France et j'ai passé à la Grande Motte. C'est une ville, nouvelle ville, qui est habitée par de nombreux touristes allemands. Mm-hmm. Darf ich mal schnell? Ja. Vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen nicht verstanden. Ich weiß es nicht.
Sie hat also eine Tournee gemacht, das hatte ich ja schon gesagt, durch Frankreich, 50 Städte hat sie besucht und ist dann auch nach Grandemotte gekommen. Grandemotte, das ist eine neue Stadt, eine Touristenstadt und da gibt es auch sehr viele deutsche Touristen. Et au cours de la répétition, de nombreux amis allemands sont venus me demander un autogramme. Et à la fin, il restait qu'un seul monsieur et je lui ai dit autogramme, il m'a dit oui et il a signé sur le papier, puis j'ai regardé, il avait écrit Franz Mayer. Franz Mayer. Ich sag's Ihnen jetzt nochmal. Es ist einer drunter, der Französisch spricht. Ich habe das eben am Applaus gemerkt. Ich sag's Ihnen aber jetzt. Also die deutschen Touristen haben Sie erkannt, die Mireille, und sofort bildete sich ein ganzer Schwarm um Sie und verlangte Autogramme. Und Mireille schrieb und schrieb und schrieb, bis dann ein einzelner Mann übrig blieb, der ganz einsam stand. Und Mireille hatte ein Herz für ihn, ging zu ihm hin, sagte Autogramm, worauf der Mann einen Zettel aus der Tasche zog, drauf schrieb, sagte gerne und drauf schrieb Franz Mayer. So war die Geschichte, ne?